Die Zugspitze ist der höchste Berg Deutschlands. Würde man all die Eisenhüttenschlacken, die seit 1945 in Deutschland weiterverarbeitet wurden, auf einen Haufen schütten, entstünde ein Berg mit ganz ähnlichen Ausmaßen. Was aber ist Schlacke? Schlacke entsteht hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Eisen- und Stahlgewinnung. Bei dieser zerrinnen eisenhaltige Erze, die in unserer Erdkruste abgebaut wurden, in einem bis zu 1600 Grad heißen Schmelzfluss. Hierbei trennt sich wertvolles Roheisen ab. Was zurückbleibt, ist Schlacke. Als sogenannte Stahlwerksschlacke entsteht sie auch im weiteren Prozess, dann, wenn Roheisen zu Stahl verarbeitet wird oder auch dann, wenn Schrott recycelt wird. Übrig bleibt stets die rotglühende Schlacke. Sie erkaltet an der Luft wie die Lava eines Vulkans. Je nachdem, wie dieser Kühlprozess aussieht, verändert die Schlacke ihren physikalischen Charakter. Hüttensand, ein Schlackeprodukt, das später zu Beton oder Zement verarbeitet wird, entsteht etwa dann, wenn flüssige Hochofenschlacke auf Wasser trifft. Andere Verfahren führen zu grob gekörntem Gestein oder Kalk, der als wertvoller Dünger der Landwirtschaft dient. Ebenso wie Hüttensand entstammen diese Mineralstoffe den 13,5 Millionen Tonnen Eisenhüttenschlacke, die Deutschland jährlich produziert. Nur noch 5% landen hiervon auf der Deponie. Beeindruckende 95% dienen der Bau- und Landwirtschaft als neue Rohstoffe. Sie bestehen vor allem aus natürlichem und damit ökologisch unbedenklichem Calcium, Silizium und Magnesiumoxid. Allein im Verkehrswegebau der letzten 7 Jahrzehnte konnten schlackenbasierte Baustoffe mehr als 600 Millionen Tonnen Naturstein ersetzen, die gar nicht erst abgebaut werden mussten. Das ist gut für unsere Umwelt und gut für unsere CO2-Bilanz. So sparte Deutschland allein durch Hüttensand, der zwischen 1949 und 2018 in der Zementherstellung eingesetzt wurde, 203 Millionen Tonnen CO2. Das ist mehr, als die 10 emissionsstärksten Kohlekraftwerke hierzulande jährlich ausstoßen. Dank der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ist Schlacke ein Ressourcenschoner und ein intelligenter Rohstoff. Etwa für anspruchsvolle Bauwerke, Brücken, Fernsehtürme, Talsperren, Autobahnen und moderne Industrieanlagen verlangen Materialien mit technologisch herausragenden Eigenschaften. Ein Mineralstoff wie Schlacke besitzt genau das, was sich Architekten und Ingenieure für ihre Baustoffe wünschen. Und wir auch. Denn wie hoch und geradezu selbstverständlich sind beispielsweise unsere Ansprüche an Straßen? Sie sollen uns Sicherheit bieten, auch bei regennasser Fahrbahn. Sie sollen bitte leise sein. Sie sollen lange, sehr lange halten und währenddessen tonnenschweren Lkw-Verkehr ertragen. Tag für Tag. Asphalte, die Gesteinskörnung aus Schlacke enthalten, können genau das. Sie verwittern kaum. Stattdessen trotzen sie elementaren Herausforderungen. Dem Frost des Winters ebenso wie der Hitze des Sommers. Schlackenbasierter Asphalt bleibt stabil, enorm tragfähig und behält eine laufglatte, komfortable Oberfläche. Schlacke ist ein Rohstoff mit Zukunft. Das weiß niemand besser als das FEHS-Institut für Baustoffforschung. Es bündelt, europaweit einzigartig, Schlackenkompetenz und vernetzt seit 1950 Universitäten, Umwelt- und Baubehörden, Unternehmen und Normierungsgremien miteinander. Die FEHS-Ingenieure und Naturwissenschaftler forschen und prüfen in ihren hochmodernen Laboren. Sie entwickeln, zertifizieren und beraten zu Eisenhüttenschlacken und all ihren Produkten. Und das weltweit. Schlacke. Rohstoff der Zukunft.